Der Faschismus in Europa. Ende der 1930er Jahre gibt es in 15 europäischen Staaten totalitäre Staatsformen. Zwischen den Weltkriegen gründen sich quer durch Europa faschistische Bewegungen. In Italien unter Mussolini, in Spanien unter Franco. In Deutschland kommt 1933 Hitler an die Macht. Der Faschismus in Europa. Ende der 1930er Jahre gibt es in 15 europäischen Staaten totalitäre Staatsformen. Zwischen den Weltkriegen gründen sich quer durch Europa faschistische Bewegungen. In Italien unter Mussolini, in Spanien unter Franco. In Deutschland kommt 1933 Hitler an die Macht. Der Faschismus in Europa. Ende der 1930er Jahre gibt es in 15 europäischen Staaten totalitäre Staatsformen. Zwischen den Weltkriegen gründen sich quer durch Europa faschistische Bewegungen. In Italien unter Mussolini, in Spanien unter Franco. In Deutschland kommt 1933 Hitler an die Macht.